Hallo, ich habe heute einen sehr spannenden Haul. Ich finde ihn zumindest sehr spannend. Und zwar geht es um Produkte, die in Deutschland nicht so leicht erhältlich sind. Ich habe zum einen mit einer Freundin bei beautywelt.com, glaube ich, bestellt. Ja, der Auslöser dafür war, dass Anastasia Beverly Hills Produkte jetzt auch bei Douglas erhältlich sind. Was uns ja eigentlich sehr freuen sollte, allerdings sind die Preise echt ein bisschen unverschämt. Also ja, auf der Seite konnte ich zum Beispiel die Dip Brow Pomade für 16,60 Euro oder so bekommen und bei Douglas kostet sie 30. Das sehe ich wirklich nicht ein. Also ich bestelle wirklich sehr gerne und sehr oft bei Douglas, um ehrlich zu sein. Aber ja, die Preise sind echt nicht gerechtfertigt und deswegen wollten wir mal im Ausland bestellen. Und dann haben wir uns zusammengetan und zusammen da bestellt. Und dann ist eine Freundin noch nach London geflogen und da habe ich ihr ein paar Sachen aufgeschrieben, die sie mir mitbringen sollte. Und darüber habe ich mich natürlich auch sehr gefreut. Also viele Grüße an euch beiden, falls ihr das seht. Und ja, dann fangen wir jetzt einfach direkt mal an, weil ich bin sehr gespannt und ich freue mich total. Ach, es ist immer so, wenn man so neue, besondere Schminke hat, dann geht mir einfach das Herz auf. Das ist, ja, ihr wisst, was ich meine. Ich fange jetzt einfach direkt mal an. Ich habe hier alles gesammelt in der Selfridges-Tüte, die mir mitgebracht wurde. Ja, ich habe euch ja schon von dem Grund erzählt, warum wir da bestellt haben. Und rausgekommen ist dabei natürlich die Anastasia Beverly Hills Dip Brow Pomade. Es ist sehr schwer, eine passende Farbe zu finden. Ihr glaubt es nicht. Da gibt es zwar viele Farben und im Internet kursieren viele Bilder, aber nicht genug. Es war nie klar, brauche ich Taupe oder Medium Brown? Medium Brown, also da hat es immer so zwischen geschwankt. Dann habe ich ein Foto gesehen von Taupe, wo das total grau aussah auf den Augenbrauen. Dann habe ich wieder eins von Medium Brown gesehen, da hatte die Frau fast schwarze Haare und da hat es dann gepasst. Also ich war mir so unsicher, beziehungsweise wir waren uns beide sehr unsicher. Im Endeffekt haben wir dann Medium Brown genommen. Ich hoffe, es passt mir. Es sieht sehr so aus. Ich bin, ja, man sieht es einfach überall, beziehungsweise der Hype ist ja jetzt nicht mehr ganz so krass, aber ich finde es total cool, dass ich das jetzt auch habe. So sieht es aus. Hier steht nochmal Anastasia Beverly Hills auf der Seite. Es ist Glastiegelchen. Und es ist halt einfach so ein Augenbrauen-Gel quasi. Also wie das von NYX, das ich euch schon mal in meinem Augenbrauen-Video gezeigt habe. Oder das von Essence, was ich euch im letzten Video gezeigt habe. Und so sieht das Ganze aus. Ich weiß nicht. Also es könnte auch zu dunkel sein. Es war mir halt sehr wichtig, dass es kühl ist und taubstichig und nicht so warm, wie zum Beispiel jetzt Soft Brown. Das war, glaube ich, viel wärmer. Ja, ich hoffe einfach, es passt. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel. So sieht sie aus. Ja, also da bin ich schon sehr gespannt drauf, ob das passt. Dann kommen wir zu noch einem anderen Produkt von Anastasia Beverly Hills. Und zwar gibt es da jetzt neu auch den Brow Definer. Ich dachte immer, dass ich mir, wenn ich mir was hole, den Brow Wiz hole. Aber jetzt habe ich mich doch für den neuen Brow Definer. Ja, ich habe mich aber doch für den Brow Definer entschieden. Und da habe ich jetzt aber die Farbe Taupe genommen. So sieht das Ganze aus. Und ihr habt hier halt zwei Seiten. Auf der einen Seite ist hier so eine Spule dran, also so ein Bürstchen, womit ihr eure Augenbrauen auskämmen könnt, um es halt am Ende natürlicher aussehen zu lassen oder auch um eure Augenbrauen erstmal in Form zu kämmen. Und auf der anderen Seite habt ihr halt den Stift und den habe ich jetzt wirklich schon, den habe ich halt schon benutzt, den habe ich auch heute benutzt und er gefällt mir sehr gut. Das Besondere hier dran ist halt, dass er dreieckig ist. Er ist hier halt ganz schmal und spitz und auf der anderen Seite etwas weiter, breiter. Und der gefällt mir wirklich sehr gut. Erstens hält er sehr gut, er malt sehr gut, er ist nicht zu deckend, er ist nicht zu schwach. Man kann präzise die Form der Augenbraue nachzeichnen. Also der gefällt mir wirklich sehr gut und den muss ich mir auch unbedingt nachkaufen, wenn der leer ist. Also wie gesagt, das ist echt ein bisschen schwer mit den Farben. Ich habe jetzt wir haben uns gedacht, dass wir dann vorne mit dem Stift in Taupe malen und hinten mit Medium Brown. Meine Freundin ist aber auch brünett, deswegen habe ich halt Angst, dass es bei mir nicht so gut passt mit der Pomade. Aber das werde ich dann austesten. Und ja, von dem Stift bin ich auf jeden Fall schon mal sehr angetan und
Ja, ich will jetzt schon nicht, dass der leer geht. Ich glaube nämlich, dass er sich schnell verbraucht. Dann habe ich etwas bestellt, was mich sehr angesprochen hat. Und zwar von Gérard Cosmetics, der Hydra Matte Liquid Lipstick in der Farbe Chair. Es gab wohl um Gérard Cosmetics auch so einen Skandal, ähnlich wie bei Lime Crime. Allerdings hatte ich davon gar nichts mitbekommen, erst als ich den hier schon hatte. Deswegen, ich weiß da jetzt auch nicht so viel Genaueres. Ich habe mir den jedenfalls bestellt und hoffe, dass ich damit jetzt nichts Schlimmes getan habe. Aber ja, es ist halt ein Liquid Lipstick. Ich finde die Farbe sehr, sehr schön. Es ist halt auch wieder so ein etwas kühlerer Ton. Das Einzige ist, dass er sehr schlotzig ist. Also man kann die Packung sich hier sehr schnell versauen. Aber er riecht so wie die NYX Soft Matte Lip Creams, nur noch etwas stärker. Das ist mir sofort aufgefallen. Jetzt zeige ich euch natürlich erstmal die Farbe. So sieht der aus. Ihr seht, der ist sehr deckend und die Farbe gefällt mir super, super gut. Also da bin ich sehr, sehr froh. Ich wollte erst eine andere, die gab es aber nicht. Habe ich nochmal gegoogelt und fand die hier auch sehr schön und ja, dann ist es die geworden. Ich kann gar nicht erwarten, die auf meinen Lippen auszuprobieren. Also wirklich, ich bin schon sehr gespannt, vor allem auch auf die Haltbarkeit. Ja, finde ich sehr schön. Das Design spricht mich auch sehr an, muss ich sagen. Und ja, die Farbe auch. Das letzte Produkt aus der Bestellung ist ein Lidschatten von Make-Up Geek. Ich habe keinen Lidschatten von Make-Up Geek, aber ja, es wird ja sehr gehypt. Und da habe ich mir die Farbe Creme Brûlée gekauft, weil Jaclyn Hill die immer benutzt. Das ist so für sie, glaube ich, die ultimative Blendefarbe. Und da dachte ich mir, als Einsteigerprodukt wäre die ganz geeignet. Aber es gibt so viele schöne Farben, oh mein Gott. Also da muss ich auf jeden Fall mir nochmal eine ganze Palette vorbestellen, also eine Palette zusammenstellen. Weil ja, viele sagen ja auch, dass Make-Up Geek besser als MAC ist. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich packe ihn mal aus. Es gibt halt nur diese Refills. Also ihr müsst euch so Z- oder Z-Paletten kaufen. Oder halt, ja, ich versuche die in meinen MAC-Quad zu packen. Ich guck mal, ob es klappt. Moment. Ich habe hier noch ein Plätzchen frei in meiner MAC-Palette. Ja. Er passt. Etwas gequetscht, aber er passt. Passt jetzt irgendwie nicht so zusammen. Aber er ist jetzt drin. Da kann ich euch gleich auch mal fragen, wie kriegt man die hier wieder raus? Ich verstehe das nicht. Viele holen die immer raus und gucken hinten, was das für eine Farbe ist. Aber ich weiß nicht, wie ich die da wieder rauskriege. Falls es jemand weiß, kann es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ja, auf jeden Fall ist das dieser Lidschatten. Ich swatch ihn mal. Okay, die Farbabgabe ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Ja, das ist wirklich eine sehr schöne Blendefarbe. Damit wäre mein MAC Quattro jetzt auch gefüllt. Und jetzt machen wir weiter mit den Sachen aus London. Fangen wir an mit dem unspektakulärsten. Das ist die Bourjois Healthy Mix Foundation in der Farbe Light Vanilla. Das ist die hellste. Die habe ich schon und die geht mir ein bisschen leer. Und dann dachte ich, ergreife ich die Chance und lasse sie mir mitbringen nochmal, weil es einfach meine Lieblingsfoundation ist. Ich habe sie auch heute drauf. Ich benutze sie wirklich immer. Und ja, davon haben Lorena und ich, glaube ich, schon genug geschwärmt. Das nächste sind zwei Charlotte Tilbury Sachen. Und zwar einmal der Lip Cheat, also der Lip Liner in der Farbe Pillow Talk. Und der Matte Revolution Lipstick in der Farbe Love Liberty. Ja, endlich habe ich sie. Ich freue mich so. Das Einzige, wo ich mir ein bisschen veräppelt vorkam, war, ich habe hier drauf gelesen, Made in Germany. Die werden ernsthaft in Deutschland hergestellt, aber es gibt Charlotte Tilbury nicht in Deutschland. Was soll das denn? Also bitte, bitte ab nach Deutschland, Charlotte Tilbury. Ja, sehr, sehr schön. Oh mein Gott, er ist so cremig. Das ist er. Sehr schöne Farbe. Vor allem Concealer Cologne schwärmt ja immer sehr davon. Und ja, deswegen musste ich den auch haben. Bin schon sehr gespannt darauf, die Sachen auszutesten. Ich hatte ja noch nichts von Charlotte Tilbury, aber es macht auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Eindruck. Und jetzt machen wir weiter mit dem Lippenstift. Und oh mein Gott, er ist so schön. Das ist dieser hier. Sieht so aus. Und
Das, meine Freunde, ist der Lippenstift. Die Form ist halt sehr besonders. Er ist nämlich eckig. Boah, das sieht so schön aus. Und man sieht halt auch wirklich schon in der Verpackung, dass er matt ist. Wie gesagt, das ist die Farbe Love Liberty und ich bin schon sehr gespannt, die auszuprobieren, wie die Konsistenz ist, wie die Haltbarkeit ist. Also, ja. Das war es jetzt auch schon mit den neuen Sachen. Es ist schon wieder mehr als genug und ich freue mich wirklich super doll, das endlich auszuprobieren alles und zu benutzen. Den, ja, Augenbrauenstift habe ich ja schon benutzt, aber ja, es ist einfach immer wieder eine Freude. Falls ihr davon Produkte habt oder auch gerne hättet, dann sagt es auf jeden Fall in den Kommentaren. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir uns da ein bisschen austauschen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video.